I use my music to get like me through shit, you know what I'm saying? Instead of using somebody else's songs. Lil TJ. Mit seiner Mischung aus Gesang und Rap hat er es geschafft, einer der erfolgreichsten Künstler zu sein, die die Metropole New York in den letzten Jahren hervorgebracht hat. Er arbeitete schon mit Pop Smoke, Polo G, Offset und vielen weiteren Rap-Größen zusammen. Auf Spotify hat er inzwischen sogar über 16 Millionen monatliche Hörer. Nachdem er aber am 22.07.2022 siebenmal angeschossen wurde und zwischenzeitlich sogar in Lebensgefahr schwebte, ging sein Name leider wegen Themen viral, die nichts mit der Musik zu tun haben. In diesem Video bringe ich euch aber die Persönlichkeit hinter der Musik und Lil TJs Aufstieg näher. Das ist Lil TJ. Sein bürgerlicher Name ist Tyone Dylan Merritt und er wurde am 30. April 2001 in der South Bronx, New York geboren. In dieser Gegend wuchs er später dann noch auf. Seine Mutter ging sogar noch ins College, als sie Lil TJ bekam. Trotzdem schaffte sie es, mit dem Vater von TJ zusammen für die Familie zu sorgen, denn beide Elternteile gingen arbeiten. Seine Inspiration zog er sich schon sehr früh als kleines Kind von Rappern, die krasse Auftritte hatten, die MTV Awards abräumten und einfach diesen krassen Lifestyle lebten. Daher war es für Lil TJ schon als kleines Kind klar, er will diesen Lifestyle unbedingt leben. Trotz seinen guten Schulleistungen als Kind zogen ihn Probleme an. Denn neben der Schule gab es noch das Leben am Block. Genau dieses Leben und sein Alltag verarbeitete er in seiner Musik. Und sein erster Upload auf YouTube war am 17.06.2016. Hier kickte er halt ganz klassisch 90 Bars. Leider bringen solche Probleme auch sehr viel Gewalt und Trauer mit. Am 14.08.2022 wurde nämlich Lil TJs bester Freund Smelly im Alter von nur 17 Jahren erstochen. Lil TJ hat ihm später in seiner Musik immer wieder Respekt gezollt. Er soll sogar neben seinem sterbenden Freund gestanden haben. In diesem Songausschnitt geht er sogar auf den Tag von den Geschehnissen ein. Ihn zog es auch oft in Schlägereien und er baute viel Scheiße. So wurde er das erste Mal mit ungefähr 12, 13 Jahren festgenommen. Alle seine Anklagen bekam er jedoch, weil er irgendwie Geld machen wollte. Und genau deshalb musste er mit nur 15 Jahren für ein Jahr in den Knast. Über den Grund seines Knastaufenthalts redet er aber nicht wirklich gerne. Denn ihm ist bewusst, dass er eine Vorbildfunktion hat und er möchte diese Tat einfach nur in der Vergangenheit lassen. Anscheinend musste er aber wegen einem Raubdelikt in den Knast. Vor der Zeit, in welcher er absitzen musste, gehörte Gras und der Konsum von Drogen zu seinem Alltag und er ging einfach benebelt von Tag zu Tag. Während diesem Aufenthalt und danach wurde ihm aber bewusst, dass er nüchtern sein muss, damit er sich fokussieren kann. Deswegen sagt er auch selber: Ohne die Zeit im Gefängnis wäre er nicht die Person, die er heute ist, denn hier hat er sehr viele Lektionen für sein Leben gelernt. Er rappte und schrieb sehr viele Texte, während er im Gefängnis war. Diese sang und rappte er auch seinen Mithäftlingen vor. Außerdem hörte er sehr viel Radio und er dachte sich halt immer, hey, das hört sich gut an, aber ich kann das viel besser. Deshalb sparte er nach seiner Haft sein Geld, um ins Studio zu gehen. Seine ersten Songs nahm er jedoch in der Wohnung von seinem Kumpel auf. Der erste Song, der auf seinem Soundcloud-Account gelistet ist, ist Don't Gotta Explain. Ich finde, bei diesem Song hört man auf jeden Fall raus, dass er nicht in einem professionellen Studio aufgenommen wurde. Don't gotta explain, I already know why they stay in my chain. Don't gotta explain, they want my head, I'm putting in pain. Auf YouTube kann man aber auch ein Re-Upload zum Musikvideo vom Song Forbes finden. Anscheinend ist das sein erster Song. Wenn man den Kommentaren glaubt, ist dieser Song sogar noch vor der einjährigen Haftstrafe released worden. Das heißt, Lil TJ war da erst 15 Jahre alt. Das konnte ich aber ehrlich gesagt nicht genau nachrecherchieren, da das Original nirgendwo mehr zu finden ist. Trotzdem kann man sagen, dass diese zwei Songs auf jeden Fall so mit die ersten sind, die er released hat. Als Lil TJ zum ersten Mal ins Studio ging, produzierte er direkt den Hit, der ihn ins Game brachte. Resume. Man hört sofort den Unterschied vom professionellen Studio raus. Er lud den Song ganz normal auf Soundcloud hoch und machte auf Facebook Werbung für ihn. Und so schaffte es der Song, nur innerhalb kürzester Zeit
eine Million Streams zu erzeugen. Einige andere Singles folgten und sie hatten auch Erfolg. Aber Lil TJ blieb auf Facebook, er hatte immer noch kein Instagram. Dazu muss man aber auch sagen, dass Facebook in der Bronx immer noch so ein Local-Ding sein soll und echt sehr viele Leute es dort benutzen. Daher konnte er dort ganz gut Promo machen. Der Song wurde später dann aber auch auf Spotify released und hat inzwischen über 60 Millionen Streams. Auch diese klassische Lil TJ-Line, die inzwischen schon fast wie Meme ist, wurde in diesem Song gedroppt. She said she a virgin, it's hurting. Wie schon gesagt, released er selbstverständlich nach dieser Single noch einige andere Songs. Und so nutzte er sein Momentum und es ging immer weiter und immer steiler nach oben für den damals 17-jährigen Jungen. Rapper wie Famous Dex, Lil Durk und Designer connecteten sich schon sehr früh mit Lil TJ. Sie gaben ihm halt sehr viele Tipps und motivierten ihn. Und dafür ist Lil TJ gerade den Rappern, die schon seit Anfang an seiner Seite sind, sehr dankbar. Später hatte sich dann selbstverständlich dann auch einen Instagram-Account erstellt, auf welchem er seine Musik promoten konnte. Denn nicht die ganze Welt ist so aktiv auf Facebook wie die Bronx. Während er seinen Hype genoss und auch viel dafür arbeitete, damit dieser auch bleibt, ging er immer noch zur Schule, denn er war immer noch 17 Jahre alt. Von dieser flog er aber, weshalb er seinen Unterricht online nehmen musste. Abbrechen kam für ihn aber nicht in Frage. Zum einen war er noch auf Bewährung und zum anderen war ihm bewusst, dass er eine Vorbildfunktion hat. Und er will ein gutes Vorbild für die ganzen jungen Zuhörer sein. Und genau deshalb thematisiert er in seinen Texten keine Themen, die Drogen verherrlichen. Beim Interview bei No Jumper lehnt er sogar ein Vape vor der Kamera ab. Und ich finde das echt bemerkenswert. Nicht jeder Künstler in so einem jungen Alter hat schon so ein erwachsenes Mindset und checkt, was für eine Verantwortung er eigentlich hat. Außerdem wurde sein Hype innerhalb der kürzesten Zeit unglaublich groß. Er schaffte es ohne Label, ohne Probleme, 20 Millionen Klicks für seine Musikvideos zu bekommen. Und seine Lieder hatten einen ganz einfachen Prozess. Aufnehmen, in die Hood gehen und einfach das Video fertig abdrehen. Und diese Zahlen schaffen viele gesignte Rapper nicht mal mit den teuersten Musikvideos und Produktionen. Lil TJ war immer noch 17 Jahre alt und er schaffte das alles komplett alleine. Er hatte nicht mal einen Manager. Er wusste, dass das Musikbusiness sehr dreckig ist und er wollte sich halt auch nicht scammen lassen. Daher holte er sich für alles sehr viele Meinungen und sehr viele Erfahrungen rein. Irgendwann fand er dann aber auch einen Manager und unterschrieb einen Label-Deal bei Columbia Records. 2019 kam dann sein erstes Album True to Myself raus, welches auch ein unglaublicher Erfolg war. Meine persönlichen zwei Lieblingslieder auf dem Tape sind No Escape und FN. Natürlich sind die anderen Songs aber auch sehr stark. Im darauffolgenden Jahr 2020 kam dann das Tape State of Emergency. Hier waren dann auch ein paar Drill-Sachen drauf und ich finde, es hat nochmal gezeigt, wie variabel Lil TJ eigentlich ist. Und so gut wie jeder aufstrebende oder große New Yorker Rapper, mit dem Lil TJ cool ist, war drauf. Pop Smoke, Fabio Foreign, Chef G, Sleepy Hello und J.I. waren nur ein paar von denen. Das ist einfach ein richtiges New Yorker Tape. Feiere ich sehr. Letztes Jahr kam dann das Tape Destined to Win. Jeder Song auf diesem Tape hat mehrere Millionen Streams. Und ich finde, es zeigt einfach, dass Lil TJ seinen Hype perfekt genutzt hat. Wie am Anfang schon erwähnt, wurde er aber vor kurzem 7-mal angeschossen. Auf diese Schießerei bin ich in einem separaten Video eingegangen. Schaut es euch an, wenn es euch interessiert. Hier gibt es aber auch die Theorie, dass A Boogie with the Hoodie seine Finger im Spiel hatte. Wieso? Erkläre ich euch im neuen Video auf Bens Channel. Und in der Beschreibung ist es verlinkt. Lasst einen netten Kommentar da. Ich habe jetzt so gut wie alles rund um Lil TJ aufgearbeitet. Daher hoffe ich, dass ich ihn euch als Künstler und auch als Person etwas näher bringen konnte. Ich hoffe, dass er bald wieder fit wird und nice Musik releasen kann, denn ich persönlich mag seine Musik sehr. Das war Lil TJs Geschichte. Danke euch fürs Anschauen. Oben seht ihr das separate Video über die Schießerei. Unten eins über die Geschichte von Kendrick Lamar. Empfehle ich euch sehr, denn Kendrick Lamar ist auch ein sehr wichtiger Künstler für unsere Generation. Wir sehen uns, Leute. Passt auf euch auf. Ciao.